Dann können wir einfach sowieso unseren PDA benutzen, das ist egal, kein Problem. So, Holo-Verkleidung, Schwachsinn, ich will leider nur einen Dietrich haben. So, wollen wir hier mal wieder ein bisschen rätseln, ne? Das Ding steht mir nicht so gut hier. Gar nicht gut. Oh, warte mal eine Sekunde. So ist das eigentlich ganz in Ordnung. Außer das letzte, das wird nicht abgedeckt. Scheiße. Dann ist es ja doch der innere Ring, der ein bisschen fail ist. Ja, weil hier muss man halt mal ein bisschen gucken, ne? Theoretisch müsste ich das anders machen. Nee, jetzt nervt der Ring mich aber ein bisschen. Wie muss ich den wohl am besten einsetzen? Ich muss ja irgendwie an das Ding da dran kommen, ne? Ich muss da irgendwie dran vorbei. Deswegen muss ich das Ding eigentlich drehen. Shit, ey. Es ist nicht aber irgendwie so zufällig. Nee. Hiermit blockiere ich gleichzeitig zwei Sachen. Das ist ärgerlich. So. Wenn es jetzt vielleicht nicht funktioniert, dann muss ich wohl mit ein bisschen Logik daran die Sache rangehen. Fertig, meine Lieben. Fertig. Hä, so, ich kann da oben nicht hin. Ah, schade. Kann er wieder eigentlich hier drin droppen? Eine Stromklau-Munition. Aber kann Rieder-Munition eigentlich in so einer Kiste drin sein? Oha, oha. Oha. Was wollt ihr, hä? Was wollt ihr? So. Klingt zwar komisch, ne, aber ich glaube, hier ist ein Goldbolt. So, Moment, Moment, Moment. Wieso springst du nicht da? Ohne Scheiß, das konnte ich mir sehr gut merken, dass da ein Goldbolt war. So, alles klar. Dann, da wir unseren Goldbolt erhalten haben, gehen wir mal nach oben. So, Bolt Commando, wir haben eine goldene Trophäe bekommen. Hä? Ich bin gerade, warte, ein bisschen verwirrt, was? Wo kommen wir, wo sind wir da gerade rausgekommen? Ich muss mich gerade jetzt irgendwie mal kurz aber orientieren. Hä? Wo sind wir jetzt? Ach so, ah, okay. Alles klar. War nur ein bisschen irritiert. So, gibt es hier irgendwo noch ein Gadget von Händler? Ich könnte langsam mal ein bisschen Dings gebrauchen. Aber das haben wir, glaube ich, auch hier drin. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Ja, komm, scheiß was auf. 50 Bolts hin oder her. So. Oh, das sah sehr knapp aus. Ich glaube, das war auch sehr knapp. Huch. Die Kamera hat sich so geil geflippt gerade. Oha, wie viele Gegner sind da? Oha, da jetzt geht das Spiel aber ab hier. Aber komisch, ne? Wenn ich jetzt so viele Nanotech habe, lasse ich mich auf einmal von den Gegnern gar nicht so oft treffen, dass ich das, ja, dass ich das volle Potenzial überhaupt ausschöpfen kann. Hey, warte mal. Wo sind wir jetzt hergekommen? Von da unten? Jawohl. Müssen wir jetzt hier lang? Müssen wir? Ich war hier noch nicht, deswegen, keine Ahnung. Aber ich dachte, wir müssen da hinten irgendwo auf dem Boden zu den Feinden hin. Vielleicht müssen wir das auch tun. Keine Ahnung, wir gucken uns das einfach mal an. Also ich glaube zwar eigentlich nicht, dass es hier, also ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas Secret-mäßiges am Start ist, aber können sie ja trotzdem aber mal hier umschauen. Na, das schauen wir mal, ne? So, hier kommen wir irgendwo runter. Ein Riesenklang verwandeln. Ach so, Überraschung.
Riesenclank ist am Start, Bitches! Haltet ein! Der King ist da, so. Okay, interessant, die Teile gehen so nicht kaputt, aber... Bam! Mit ein bisschen mehr Power? Sicherlich! So, und ihr kleinen Dreckigen... Tja, was wollt ihr noch machen? So. Hey, was zum... Schwachköpfe! Nach allem, was ihr durchgemacht habt, sterbt ihr jetzt da, wo alles anfing. Das ist so poetisch. Jetzt gilt es, Clank. Holen wir ihn uns. Alles klar, jetzt halten wir ein Battle ab mit dem lieben Drake. So, und hoffen, wir treffen den. Ohne Scheiß, ich hab gehofft, dass wir ihn treffen. Boah, aber Clank ist leider hier sehr... unbeweglich. Ich hätte euch vielleicht gebrauchen können. Schade, dass ihr die falsche Seite gewählt habt. Okay, jetzt sind wir einfach so am Start. So, das ist aber gar kein Problem. Denn wir machen Drake auch so platt. Okay, treffen wir eigentlich von der Range? Ich glaube nicht, dass sie angekommen sind, aber cool ist es auf jeden Fall. Ja. Diese Abwehrdrohnen, ne? Ich habe die ja kaum bis gar nicht, bis wenig, bis überhaupt nicht benutzt. Ich habe absolut keine Ahnung, ob die Teile ihren, ja, ob die tun oder nicht tun. Aber wir probieren es einfach mal aus. So, ich habe hier, warte, Abwehrdrohnen habe ich hier noch zu kaufen. So. So, damit bin ich, mit diesem Setup bin ich glücklich. So, und jetzt schauen wir mal. So, die Teile, die stürzen, glaube ich, nach einer Zeit ab. Jo, habe ich recht. Da habe ich recht. Was ist das, was sind da für Teile? Wie Satellitenschüssel irgendwie. Okay, so zwar auch nicht, aber... Ich meine, was sollen die Plattformen denn sonst darstellen? Schöne Plattform, ganz einfach. So. Hier sind wir dann. So, hier können wir eigentlich für den Kampf ziemlich alles eigentlich verwenden. So. Huch. Ich wollte jetzt eigentlich gerade meine kleinen Scheiße mal benutzen, damit ich nicht die ganze Zeit hier Batterie da rumspamme. Aber an sich ist es eigentlich schon mal wahrscheinlich gleich mal interessant zu wissen, wie viel Schaden so vergleichsweise unser Blaster, ja doch, unser Blaster macht. Im Gegensatz zu Rida. So. So. So, Todeshandschuhe. Die könnten wir auch mal schmeißen, um zu gucken halt eben. So, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen Schaden machen. Es sei denn, die kommen nicht ran. So, ansonsten, wir sehen, unser Schockblaster. Ja, doch, unser Schockblaster macht eigentlich doch relativ guten Schaden, muss ich sagen. So, aber übertreffen, sag ich mal, kann die Rida das allemal. Und der ist schon wieder separiert. Was ist denn bei dem kaputt? So. Ich hoffe, wir fallen ja nirgendwo runter. Kann er auch mal irgendwie stehen bleiben oder so? Dieses Abhauen, das nervt ja so ein ganz klein wenig gerade. Wow! Ich habe das Gefühl, die Plattformen werden größer. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt glaube ich wieder, dass die normale Größe haben. Oh, das sieht aus wie die finale Plattform. Oha, das letzte geht einfach weg. Eiskalt. Es ist also soweit. Wenn ich auf diesen Zündschalter trete, beginnt ein Countdown. Und an dessen Ende wird eure erbärmliche Welt zerstört. Es muss ein anderer Weg existieren, ihrem Volk eine Heimat zu geben. Denkst du, darum geht es? Wer glaubst du, hat unsere Welt verschmutzt? Ich. Es geht nur um eine einzige Sache. Geld. Jede Menge davon. Wisst ihr, jeder Quadratzentimeter der neuen Welt wurde mir bezahlt. Wenn die Bewohner hier einziehen, werde ich diese Welt auch verschmutzen. Dann fängt die ganze Sache wieder von vorne an. Brillant. Sieh, böser, kleiner.
Spaß dir, Clank. Wir müssen den Timer stoppen. Führe einen Powerschlag gegen diesen Schalter aus, um den Countdown zu stoppen. Powerschläge werden durch Springen und Drücken der R1-Taste ausgeführt. Okay, wo ist das Teil? Ach so, in der Mitte. Genau in der Mitte. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. So, wir wurden jetzt zwar einmal getroffen, aber das macht ja nichts. Ey, verpiss dich mal von mir. Ah, geil. Wir können hier drauf grinden. Das ist ja mal sehr nice. So, und dabei ist es halt so easy dann zu tun, zu machen, zu lassen machen. Tun. So. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich würde Damage kriegen, aber nein, tue ich nicht. Oh, er drückt schon wieder auf den nächsten Button. Ja, du bist ja einer. So, und der Counter wird einfach mal auch kürzer. Abgelehnt. Hier wird mein Planet auf gar keinen Fall zerstört, du Sack. So, Countdown gestoppt, mein Lieber. Du kannst dich genau umdrehen oder einfach nur verrecken. Ratchet? Was ist? Hey Clank, weißt du was? Diesmal denke ich, was du denkst. Oh ja! Dein süßer, komischer, hässlicher Planet, ja? Das war's mit dem! Puh, das war knapp. Clank, du kannst uns jetzt wieder hochziehen. Die Servos in meinem Arm scheinen kaputt zu sein. Kaputt? So wie Sturz in den Tod kaputt? Ja. Das war knapp. Danke. Mein Arm scheint sehr schwer beschädigt zu sein. Ah, das wird schon. Hey, Blechdose! Wo willst du denn hingehen? Wir müssen doch noch den Arm reparieren. Erfunden und entwickelt von Insomniac Games. Ja, Leute, wir haben Ratchet & Clank durchgespielt und ja, am Ende da gerade dachte ich mir so, hey, seriously, das kann doch nicht sein. Und natürlich, ich meine, nach dem, was wir zusammen mit Clank durchgemacht haben, können wir den doch nicht einfach so links liegen lassen und sagen, nö, das war's mit dir, nö. Außerdem, das war ja sogar irgendwie recht traurig. Ich dachte schon, mir kommt fast die Pisse in den Augen. Bei so einer billigen Situationen eigentlich, ne, aber mir tat Clank auf einmal schon richtig leid, obwohl ich natürlich wusste, dass Ratchet natürlich, nicht einfach so Clank den Rücken zeigt. Und ja, wir lassen hier ein bisschen mal kurz die, lieben Credits laufen, aber wir sollten nicht vergessen, wir haben noch eine große Mission. Und zwar, wir wollen alle goldenen Waffen kaufen. So, und das möchte ich halt auch noch machen. So, der Teleporter dafür zu den goldenen Waffen erscheint, sobald man das Spiel halt eben durch hat. Und wir haben das Spiel gleich eben durch. Und glücklicherweise bekommen wir die goldenen Waffen dann aber auch schon auf dem ersten Planeten, Novalis.
starten tun wir natürlich eigentlich auf dem Planeten Veldin, wo wir halt ganz normal Clank finden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir gerade irgendwie dann sofort diesen Düsenpack irgendwie drauf haben oder ob wir uns den im Spiel nochmal neu ergattern müssen. Das gilt übrigens auch für die ganzen anderen Geräte. Ich weiß nicht, ob die irgendwie jetzt, wenn man durch ist, die immer noch ob die uns immer noch zur Verfügung stehen. Das bleibt irgendwie halt eben noch abzuwarten, aber das sehen wir dann halt eben gleich. So, ansonsten muss man ja sagen, zum ersten Teil der Spielserie, er ist nicht perfekt und bringt mich oder hat mich ziemlich krass übelst auf die Palme gebracht, aber er ist ein schöner Anfang. Es ist ein schöner erster Teil von einem Spiel. So, man möge sich erinnern an Kingdom Hearts 1, ja. Da war Kingdom Hearts 2, sag ich mal, was Steuerung und so angeht, halt tausendmal besser, weil man muss beim ersten Spiel natürlich erstmal gucken, wie was irgendwie so funktioniert. So, und natürlich ist man dann, oder hat man im zweiten Teil natürlich schon, ja, sag ich mal, beziehungsweise nach dem ersten Teil bekommt man ja generell sogar Feedback, sag ich mal, wie war das und dies und das. Und ja, da fängt man halt auch an, gewisse Sachen zu überarbeiten und zu verbessern. Und das ist bei der Ratchet & Clank-Reihe auf jeden Fall gelungen. Der erste Teil, der war an sich, der ist gut, ja. Und das gleiche gilt natürlich auch für Kingdom Hearts 1. Das will ich gar nicht damit sagen. Aber die Sache ist, die Teile danach, die waren einfach, was Gameplay anging, schon um einiges besser. Also die hatten dann direkt dazugelernt. Und bei den Ratchet & Clank-Teilen merkt man das, finde ich, auch ziemlich stark. Haben Sie ein Problem mit Körperbehaarung? Bringt Sie schmerzhaftes Jucken im Intimbereich in peinliche Situationen? Oder stinken Sie ganz einfach? Dann brauchen Sie das, den persönlichen Hygienator von Gadgetron. Hi, ich bin Steve. Mac Quark. Und dieses kleine Ding kümmert sich um alle Reinigungen, die Ihnen selbst ganz einfach zu lästig sind. Ich werde es Ihnen jetzt vorführen. So. Schalt aus! Sehr geil. So. Du hast 0 von 10 goldenen Waffen, ja, das ist ja vollkommen klar. So, 3 von 30 Zielpunkten, das ist herzlich wenig, aber alles gut. So, ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Ich wollte ja irgendwie nur die Zeit dafür überbrücken, dass wir hier in dieses Menü kommen. Alles soweit gut, super tolles Spiel, wollte ich nur mal sagen. So, mit aktuellen Waffen und Bolzen ein neues Spiel ansteigen, das machen wir. So, wir fangen nochmal eben ein neues Game an, meine lieben Freunde, aber im Prinzip, wir sind von der Story durch und das, was ich jetzt eigentlich nur noch machen werde, ist, ich werde einfach nur noch die goldene Waffen holen. Also falls das für euch jetzt uninteressant ist, dann solltet ihr vielleicht einfach wegschauen und das Video, nein, ihr müsst dranbleiben, wie ihr schaltet weg. Ihr bleibt einfach hier schön dran, okay? So, ansonsten, ne, für die Leute, die jetzt wegschalten, würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei Ratchet & Clank 2. Das ist nämlich das nächste Projekt, was ich mir im Angriff jetzt genommen habe. Und ja, ich freue mich auch schon richtig, da loszulegen im Prinzip. So. Jetzt spielen wir einfach mal kurz dann noch eben den Anfang für die, die noch tapfer da sind und die schönen goldenen Waffen sehen wollen. Schön, dass ihr dabei seid. So. Dann wollen wir mal, ne? Ich weiß gar nicht, bei den, bei Ratchet & Clank 1 und 2 ist es, also bei 1 und 2 sei schon, bei 2... Nee, bei 2 weiß ich es auch nicht. Aber bei 3 bin ich mir sicher, wenn man das Spiel durch hat, dann erhöht sich ja quasi die Bowl-Zahl von den Gegnern. Die Gegner werden stärker. Ob die Gegner stärker werden in Ratchet & Clank 1, weiß ich nicht. Ob mehr Bowls droppen, weiß ich allerdings auch nicht. So. Aber ob die Gegner mehr Damage machen, ja, das kann man irgendwie nicht so gut werten. Wenn ich mich einmal treffen lasse, wenn das jetzt, keine Ahnung. Schauen wir mal, das macht ein Nanotech Damage im Prinzip. So. Können wir aber nicht werten, weil es ist ja aller erste Planet. Es kann natürlich sein, dass auf dem darauffolgenden Planeten, sag ich mal, die Gegner mehr Damage machen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber bei Ratchet & Clank 3 zumindest ist es halt so, dass sie halt schon stärker sind und man schon mehr Balls kriegt und dies und das. Aber da kann man ja auch mehr machen zum Thema Waffen-Upgrades. So, aber das sehen wir ja bald. So, die Cutscenes natürlich, die überspringe ich. Die muss ich ja nicht unbedingt sehen.
Weil, oder die müssen wir nicht sehen, weil, ja, die haben wir ja schon gesehen. Von daher ist es ja gar kein Thema. So. Ist mir egal, was auf dem Flaggschiff der ist zurück. Eintritt in das Befehl Novalis. Komm, hau rein. Do it, do it. Do it. So. Hier haben wir jetzt vorne einen Teleporter. Teleport zum Goldwaffenraum. So. Da gehen wir einfach mal rein. Und hier sehen wir ein ganz großes Sortiment. So. Und wir brauchen hier jeweils immer Goldballs für. Und wir haben natürlich alle Goldballs gesammelt. Deswegen gar kein Thema. Wir kaufen uns einfach alle. So. Und die, das Wichtigste daran ist, wir haben genug Bowls an sich. So. Deswegen habe ich das auch die ganze Nacht farmen lassen. Also hier durch diesen komischen Trick. Damit sich das auch gewährleistet ist, dass ich auch alle Waffen kaufen kann. So. Wir wollen natürlich vereinzelt ein bisschen auch ausprobieren, was uns das Ganze bringt, die geholt zu haben. So, jede Waffe hat so seine eigene neue Eigenschaft dazu. Manchmal sind es Verstärkungen, aber manchmal sind es auch, also Verstärkungen, also was Damage angeht, aber auch Reichweite und so, das wird bei den meisten Sachen halt verändert. Manche bekommen noch so extra Sachen, die halt Single-Tage-Waffen waren, werden auf einmal Multitage-Waffen und so weiter und so fort. So, wir haben unseres Waffenarsenal nun jetzt völlig ausgeschöpft. Aber wir bekommen nicht, ich wollte gerade sagen, Ratchet König Midas. So. Schön ist das. So, goldene Saugkanone, dies und das. Wir probieren einfach mal den goldenen Blaster aus, weil Blaster war ja unsere erste schöne, tolle Waffe. Okay, stimmt gar nicht. Das war unser Handschuh. Und dieses schöne, super tolle Minenhandschuh-Dings. Und ja, was man hier sehen kann ist, ich glaube, die Feuerrate ist erhöht, leicht. Und wenn ich mich hier täusche an der Stelle, tja, dann kann ich euch aber eine Sache noch dazu sagen. Und zwar, wenn die nicht erhöht ist, dann ist das die Reichweite. Die ist auf jeden Fall erhöht. Und man sieht aber auch, dass die Schüsse, glaube ich, bouncen. Und nicht ins Nichts gehen, sondern ja, wirklich die Gegner dann halt eben auch treffen. So. Hier haben wir noch auch eine optische Veränderung. Die Stromklaue. Ja, die Stromklaue, die super gute alte Stromklaue, die hat jetzt ja einen grünen Blitz und ja, ist vor allem jetzt Multitarget und ja, Rockstart einfach alles weg. So, wir haben außerdem PDA leider gar keine Geräte mehr, das ist ein bisschen schade. Oh, genauso wenig wie den Helipack, den haben wir leider auch noch nicht, deswegen bin ich hier runtergeflogen. Ja, auf jeden Fall nett zu sehen, geile Scheiße. So. Gucken wir mal. Goldene Todeshandschuhe, was sind. Können die mittlerweile jetzt fliegen oder. Ne, die sind einfach nur ultra riesig. Ja, und haben wahrscheinlich einen übelsten Bums drauf. Oha, wie lange die brauchen, um hier einfach runter zu fliegen, ne? So, andere Sache. Hier, unseren Bombenhandschuh. So, geil. Jetzt haben wir auch solche Bomben wie die Gegner und die Reichweite ist. Ja, erhöht um keine Ahnung wie viel. Also unglaublich. Also das ist zum einen eine Poison-Explosion und zum anderen, ja, muss man da eigentlich noch mehr zu sagen. Es macht einfach nur BAM. Also die Reichweite ist auf jeden Fall erhöht, der Damage ist erhöht und optisch schöne Veränderung. So. Dann gucken wir mal, was bei Planet Caravana abgeht. Da testen wir die anderen neuen Waffen. Sag mal, kam mir das nur so vor oder hatten wir eigentlich gerade gar keine Planetenauswahl? Mir kam gerade so vor, als ob da gerade einfach gar nichts stand. Und ich einfach nach unten gedrückt habe, X gedrückt und fertig. Weg waren wir. So, Planet Caravan. Caravan, Caravan, Caravan. So. So. Bop. Ein paar Gegner nochmal hier. Genau, hier seid ihr. Also geht auf jeden Fall ab. Also muss ich wirklich sagen, das läuft ja. Sag mal, den Boltgreifer, den haben wir doch immer noch, oder? Ja, doch, die Sachen haben wir alle noch drin. Hätte mich sonst auch gewundert. So. Den hatten wir jetzt auch ausprobiert. So, goldener Pyrozitor. So, der ist jetzt grün. Ist ganz nett. Macht natürlich auch mehr Schaden. Und rockt die Bude. So, aber an sich, wenn man so schaut, keine unbedingt besondere Sache. So, Minenhandschuh, wir haben den ja sowieso nicht ausprobiert.
Explodiert er einfach so in einer Zeit, oder? Scheint so. Ich habe jetzt einfach mal eine Mine vor mich hingeschmissen. Ja, macht einfach nur gut Boom und Bam und tot. So, Saugkanone. Sieht fast so aus, als ob man damit größere Dings auch einsaugen könnte. Bin mir da aber gar nicht sicher. Wow. Krass, also die können wir zum Beispiel nicht einsaugen. Die sind zu groß. Ja gut. Scheiß auf die Saugkanone. Goldene Köderschuhe. Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll, aber sollen sie mal machen. So, der Verwüster ist, glaube ich, aber noch eine interessante Waffe. Also zum einen hat er auch eine grüne Explosion und ist, glaube ich, auch mehr oder weniger zielsuchend. Oh, man sollte da nicht unbedingt einflitzen. Ja, also ich finde, die goldene Waffe, also der goldene Verwüster, ist schon ein Vorreiter zu Rida. Auf einer ganz bestimmten Art und Weise irgendwie schon. Ratchet. So, Helipack, okay. Lassen wir uns einfach mal einbauen, so. Und legen direkt los. So, aber eigentlich großartig. Viel hat sich daran nicht verändert. Damage, Reichweite, dies und das, ja. Dies und jenes. Aber für Sammler lohnt es sich auf jeden Fall, die Waffen halt eben alle zu upgraden, alle zu holen. Rockt ja auch so. Also ich meine, so kann man auf jeden Fall sich ziemlich krass gut durchs Spiel durchboxen. Aber ich meine, wenn man die Rida hat, ja, dann braucht man keine andere Waffe mehr. Aber das ist halt eben so bei Ratchet & Clank. Wenn man die Rida hat, dann ist eigentlich vorbei. So, Alter. Das geht ab. Doch, also der goldene Verwüster wäre vor der Rida wahrscheinlich einer meiner Favoriten. Also das geht wirklich ab. Genauso wie die Stromklaue natürlich aber auch. Wäre natürlich ein absoluter Favorit. So. Ich will jetzt einmal kurz gucken, hier, was ist mit den Köderhandschuhen? Sehen die anders aus? Ha, ein schwarzer Ratchet, okay. Böse, ganz böse. So. Dann haben wir noch den Wandlerstrahl. Ich frage mich, in was die Gegner denn verwandelt werden mit dem Wandlerstrahl. Oh, in Riesenhühner. Wow. Überraschung, Überraschung. Alter. Man braucht aber tendenziell auch manchmal so lange, um Gegner wirklich zu verwandeln. Alter. Jetzt gehen sie mir aber auf die Eier. So. Und ich würde dann entweder den Verwüster nehmen oder die Schrumpklaue. Alter, die Schrumpklaue, die macht, glaube ich, echt richtig übel Schaden. Naja. So viel zu den ganzen goldenen Waffen. Wir könnten hier das Ganze noch ein bisschen verlängern oder künstlich in die Länge ziehen. Aber im Großen und Ganzen so, ja, das war es eigentlich so mit den goldenen Waffen. Und aber auch gleichzeitig mit dem Let's Play, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, falls ihr Bock habt, bei Ratchet & Clank 2. Haut rein!